Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Golden Body Personal Training Video. Es tut mir schrecklich leid, dass Ewigkeiten kein Video gekommen ist. Es liegt vor allem an dem, weil ich einfach sehr viel zu tun habe und die Videos leider keine Priorität haben. Darum kommt jetzt aber endlich wieder mal eins und ich hoffe, es bereitet euch Spass. Machen wir mal wieder ein Workout zusammen. Es sieht so aus. Das Workout heute besteht aus dem, dass wir die Beine, den Bauch, die Arme, den ganzen Körper, Rücken, alles trainieren. Wir brauchen dafür ein Mäntel und ein Tuch. Es spielt nicht so eine Rolle, wie gross das Tuch ist. Und sonst könnt ihr auch zwei nehmen. Schuhe brauchen ihr nicht zwingend. Gut, wir starten gerade. Wir nehmen das Mäntel zum Draufstehen. Mit dem anderen Fuß stehen wir auf das Tuch. Es fängt so an, wir machen drei Beinübungen und machen jede 10 Mal pro Bein durch. Gehen nachher zum Bauch, dann zu den Armen. Die mögen, können natürlich noch zwei oder drei Durchgänge mehr machen. Gut, also, wir starten mit der ersten Übung. Wir haben bei mir jetzt das linke Standbein, das so bleibt, wie es ist. Das rechte rutscht weg. Wir kommen tief runter, das Knie nach außen rotiert, kommen wir hoch. Kommen wir wieder runter, hoch, runter, hoch. Der Rücken bleibt gerade, der Bauch ist angespannt. Mit dem Ausschnaufen, wenn wir nach oben kommen. Noch drei. Spürt ihr es hier in der Innenseite? Und die letzte. Gut, wir machen gerade die andere Seite. Wer keine Matte braucht, kann die auch auf die Seite tun. Ist nicht so relevant. Gut, und wir zehen jetzt mit dem linken Bein. Kommen runter und ganz wichtig, bleiben mit dem Fersen vom rechten Bein immer am Boden. Nicht den Fuß rupfen. Letzte zwei und die letzte. Gut. Jetzt zu den nächsten. Wir gehen nach hinten weg. Füße also mal weg. Wir nehmen den Fuß wieder aufs Tuch und kommen von da aus nach hinten. Also wir stehen, gehen einmal nach hinten weg und kommen wieder rum. Gehen auch wieder auf die Zehen, Wiederholungen. Das vordere Bein schaffen. Dann schauen, dass ihr euch nicht abstützt. Hände vorne verschränken oder in die Hüfte. Die letzten zwei. Gut. Wir machen gerade die andere Seite. Gut, wieder 10. Ganz hoch. Die spüren ihr dann im hinteren Oberschenkel. Weit runterkommen, wenn nur möglich. Letzte zwei. Und die gut. Dann haben wir noch die dritte und letzte Beinübung. Die sieht so aus. Wir stehen gerade an, kommen jetzt aber seitlich weg. Das heisst, die Knie tun sich richtig überkreuzen und wieder zurück. Gut. Wir starten auch wieder. 10 Wiederholungen. Und los. Überkreuz, Knie fast zum Boden. Gut. Spüren, tun wir hier in diesem Bereich sicher auch Dehnung. Absolut normal. Hälfte haben wir.
3. Und die letzte. Gut. Wir wechseln gerade zum anderen Bein. Kommen jetzt natürlich auf die andere. Es ist absolut normal, wenn der eine Bein ein bisschen besser macht. Menschlich. Gut schnaufen, immer mit dem Bauch hoch. Nicht anfangen, die Luft anhalten. Sehr gut. Letzte zwei. Und jetzt. Gut, so. Das war es jetzt mal mit den Beinen. Wir machen jetzt weiter mit dem Bauch. Gut. Und zwar, ich nehme jetzt mal mein Mettel in die Hand. Einfach, weil es ein bisschen bequemer ist. Wir sind für die drei Übungen am Boden. So. Es ist ähnlich, die vielleicht meine Videos schon mal gesehen haben, wie mit dem T-Rex. Es ist etwas das gleiche Prinzip. Wir fangen an, gehen dann wieder auf 10 Wiederholungen. Und zwar gehen wir in die Liegestützposition. Sieht so aus. Und kommen zuerst einmal mit beiden Füßen gleichzeitig aufs Tüchli. Und ziehen die Beine zur Brust. Sieht so aus. He? Gut, also. Wir fangen an, 10 Wiederholungen. Und los. Bauch anspannen. Letzte 5. Die letzte. Gut. So, für die nächste könnt ihr entweder zwei Türen nehmen oder ihr nehmt euch das eine einfach auseinander. Jetzt gehen wir mit dem einen Fuß ganz aussen an und mit dem anderen auf der anderen Seite. So dass wir möglichst grosse Bewegungsfreiheit haben. Jetzt gehen wir für die nächste Übung, probieren es mal wieder ohne Matte, kommen wir wieder in die Liegestützposition, kommen wir von da aus mit einem Fuß seitwärts zurück. Seitwärts zurück. Es sieht von vorne so aus, dass wir mit dem Fuß da richtig einen Halbmond ziehen und dann wieder in die Mitte zurückgehen. Gut. Wieder 10 Wiederholungen. Und los. Bauch anspannen, spüren wir es im seitlichen Bauch. Schnaufen. Und die letzte. Sehr gut. So, zwei haben wir. Die dritte kommt. Und zwar gehen wir genau gleich wieder in die gleiche Position. Das mal probieren wir ein V zu machen mit den Beinen. Oder mit den Füßen besser gesagt. Ihr startet nebeneinander und geht nachher auseinander. Gleichzeitig geht der ganze untere Körperteil nach oben. Das sieht dann so aus. Ihr könnt auch wieder spielen so darauf an, wo ihr jetzt steht. Aber auch eher weiter raus, dass ihr hier oben auseinanderkommt. Die Übung sieht so aus. Wir starten wie gewohnt. Kommen die Beine auseinander. Füllen nach oben. So. Gut. Alle Positionen. 10 Wiederholungen. Und los. Ausschnaufen. In. Mit dem Bauch schaffen. Letzte 2. Und die letzte. Gut. Es ist langsam warm. Gut. Für die
nächste Runde, nächste und letzte, gehen wir, ich nehme die Matte wieder, weil wir gehen teils auf die Knie und so ein bisschen weh auf dem harten Boden. Gut, also, wir nehmen die Matte, Türchen, dritte Runde, Arm, drei Runden, 10 pro Arm. Gut. Ich tue das Türchen wieder zusammenlegen. Kommt euch nicht so viele Quere. So. Wir gehen zum Starten. Je nach Niveau könnt ihr das natürlich alles noch anpassen. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, auf den Knie anzufangen. Ihr könnt dann immer noch in die Liegestützposition hochkommen. Für die erste Übung gehen wir dann noch in diese Position. So, nehmt das Tüchli her. Jetzt, der eine Arm bleibt mehr oder weniger, der andere kommt nach vorne. Kommen zurück, Gewicht gerne auf den Arm verlagern und nicht einfach nur den Boden putzen, sondern wirklich nach vorne kommen. Wir gehen auf 10 Wiederholungen und los. Der linke Arm beugt sich leicht, der andere nach vorne. Gut.
weil die allerletzte Übung auch noch auf 10 Wiederholungen. Jetzt sieht es so aus, es ist nicht unbedingt eine reine Armübung, sondern es ist eigentlich fast eine Ganzkörperübung. Wir nehmen die Tüchli vor beide Hände an. So. Am gescheitsten gehen wir mit den Knien auf die Matte. He? Ich könnte es probieren ohne Matte, ich glaube auch, es wird relativ streng. Wir kommen wieder in die normale Position. Also viel tief, nicht so he, gegen hinten rausstrecken, sondern wirklich, dass alles in einer Gerade ist. Jetzt, die Übung sieht so aus, wir gehen leicht nach vorne, kommen zurück. Kommen leicht nach vorne und wieder zurück. Das Schwierige ist wirklich, die Übung können halten und nachher wieder zurückkommen. Weil runter kommen wir immer, aber zurück nicht unbedingt. Jetzt. Der grosse Nachteil ist, meine Matte rutscht ein bisschen am Boden, darum schleift das noch weiter auseinander. Aber wir probieren es jetzt miteinander, das schaffen wir nämlich schon. Zehn letzte von heute. Gut. Und los. Wir führen zurück. Wir nicht zu weit führen, sonst wird das nichts. Wir gehen wieder führen zurück. Das war es. Wie gesagt, die noch mögen, können ohne Probleme noch eine zweite Runde dranhängen oder sogar eine dritte. Das ist völlig euch überlassen. Wir langen jetzt die. Ich habe vorher schon ein paar gemacht. Und danke vielmals fürs Mitmachen. Danke, dass ihr immer so viel Geduld habt mit mir. Und trotzdem die Videos noch schaut. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und bis bald.